Wo liegen eigentlich die Vorteile von Digitalisierung gegenüber klassischem Papier und welche Prozesse solltest du als allererstes digitalisieren, als allererstes vom Papier lösen? Das werden wir in diesem Video klären. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen hier zum Video. Wieder mit mir, Alex und Marvin. Hallo. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam schauen, was sind eigentlich so die Prozesse, die man schnell digitalisieren sollte und wo ist eigentlich der Vorteil von, ich sag mal, digitalen Medien gegenüber Papier tatsächlich. Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch damit direkt mal an. Ne? Was sind die Vorteile gegenüber Papier? Ne? Ist klar, digitale Medien sind normalerweise einfach abrufbar. Ne? Papier habe ich halt physisch, das habe ich einmal. Wenn ich es kopiere, habe ich es zweimal. Wenn ich es nochmal kopiere, habe ich es dreimal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Mitarbeiter, der, keine Ahnung, in einer anderen Stadt gerade ist oder auch nur in einem anderen Dorf ist, jetzt darauf zugreifen könnte in der aktuellen Version. Ja, wir müssen uns ja nur anschauen, wie ist der Stand der Dinge bei den oder bei sehr, sehr vielen Handwerksbetrieben auch, ja. Die wir gesehen haben oder mit denen wir auch zusammenarbeiten, bevor wir es umgestellt haben. Ja, man arbeitet mit Hängeordnern, ja, die Sachen, ja. Die hängen in irgendeinem Archiv vielleicht oder die hängen im Büro. Ja, ich hole mir einen Ordner raus, ich habe da drin das Angebot, ich habe da drin die Aufmaße und so weiter. Und jedes Mal, wenn der Kunde anruft, muss ich da in diesen Raum reingehen oder zu diesem Hängeordner hingehen und mir die Infos rausholen und damit irgendwas machen. Entweder das Bearbeiten, das Weitergeben an meine Kolonne und so weiter. Und jetzt ist natürlich das Problem, erstens, ich muss, wenn der Kunde anruft, erstmal da reingucken, um die Informationen zu bekommen. Zweitens muss die Montagekolonne zum Beispiel, wenn sie rausfährt, muss diese Mappe mitnehmen. Ja. Und wenn es jetzt so ist, dass die Kollegen die Mappe schon mitgenommen haben und der Kunde dann anruft, ja, dann sind die Informationen ja sozusagen auf dem Wagen. Ja. Und ich habe jetzt keine Möglichkeit, da nochmal reinzuschauen, erstens. Zweitens, da irgendwelche Änderungen dran vorzunehmen. Drittens, da irgendwie meinen Kollegen das mitzugeben. Das heißt, selbst wenn ich das Ganze doppelt habe, was auch viele machen, dann habe ich natürlich Daten oder Informationen, ja. Die nicht mehr synchron sozusagen, nicht mehr aktuell sind. Ne? Und das ist natürlich Mist. Das geht natürlich nicht, das ist nicht gut, weil dadurch passieren Fehler, dadurch kann es passieren, dass der Kunde irgendwie Informationen an uns weitergibt, die dann nicht so umgesetzt werden auf Baustelle und dementsprechend müssen wir das ändern. Und wie ändern wir das? Ja. Meistens durch digitale Prozesse. Ne? Ja, dazu kommt sogar noch, man hat halt auch bei dem Papier einfach keine richtigen Standards. Also ich kann jetzt in das Feld sagen, du sollst ja das eintragen, der kann erstmal eintragen, was er will. Wenn ich das jetzt digital habe, dann kann ich sagen, dieses Feld ist halt als Pflichtfeld eine Zahl, ist halt als Pflichtfeld ein Datum, ist halt als Pflichtfeld XYZ. Bedeutet, ich kann die Dinge teilweise gar nicht falsch ausfüllen mehr. Oder zumindest weniger falsch ausfüllen, als es mit Papier möglich wäre. Weil Papier ist halt immer mega viel Ermessensspielraum. Auch nächstes Thema, Schriftart. Ne? Also wir haben Fälle erlebt, wo wirklich die Sekretärin sagt, ich muss hier immer diese, in Anführungsstrichen, Scheiße, die ich da bekomme, jetzt jeden Tag noch hier digitalisieren, weil wir wollen so ein digitales System machen, aber die Handwerker arbeiten trotzdem mit ihren Mappen. Und gucken Sie mal, was ich dann hier immer bekomme. Ja. Und da kann man halt gar nichts lesen drauf. Und dann muss man nochmal dreimal angerufen werden beim Handwerker, der sich vielleicht auch nicht mehr erinnert, was da jetzt genau los war, weil keiner kann es lesen. Also das sind auch Themen, wo man einfach mit einer digitalen Version einen Standard hat, den jeder lesen kann. Ja. Also das sind Kleinigkeiten, die aber den Alltag extrem beeinflussen und die es extrem beeinflussen, wie produktiv kann am Ende der Montagetrupp, wie produktiv kann am Ende das ganze Unternehmen überhaupt arbeiten. Ja, und dann solche Themen natürlich auch, wie man möchte die Informationen natürlich auch am Ende des Tages gesammelt im Büro haben, ja. Und nicht, dass die Monteure oder die Handwerker das noch mit auf dem Wagen mit rumfahren oder das ja sogar abends noch ins Büro fahren müssen extra, ja. Anstatt nach Hause zu können und noch die Sachen abgeben müssen, damit die noch im Büro erfasst werden, ja. Können. Das ist erstens für die Jungs blöd, weil die müssen extra nochmal reinkommen. Zweitens muss auch jemand im Büro sein, der das dann nochmal digitalisiert, ja. Sozusagen. Das ist auch nicht cool. Von daher, ich will eigentlich, wenn der Auftrag fertig ist, wenn die Baustelle fertig ist, dann will ich, dass der Kunde da seine Unterschrift runtersetzt, im, ja. Idealfall digital. Und sobald das passiert, poppt bei mir im Büro eine Nachricht auf, dass der Auftrag fertig ist und dass der Trupp jetzt zur nächsten Baustelle kann. Genau, ist auch für die Jungs sehr viel cooler, wenn die abends direkt nach Hause können, anstatt nochmal auf die Baustelle zu fahren, gibt die auch als Arbeitgeber wieder einen kleinen Vorteil. Ne? Also es hat eigentlich keine Nachteile, Digitalisierung. Sagen viele natürlich Datensicherheit und so, aber ganz ehrlich, es ist, wenn man die richtigen Systeme nutzt, viel sicherer, digital die Daten zu nutzen, als dass du sie bei dir im Büro liegen hast. Und mit digital meinen wir jetzt im weitesten Sinne auch nicht, dass man irgendwie eine Festplatte da hat oder so, die da rumliegt, weil das ist wieder das gleiche Problem mit der Verfügbarkeit, ja. Dass man wirklich am besten eine Cloud-Lösung hat, wo man das machen kann. Ja. Das, was viele auch noch sozusagen haben, das gab so eine quasi so eine technische Zwischenphase zwischen heute und vor 10 oder 15 ja. Jahren sozusagen. Da haben viele auch angefangen, ja, sich sozusagen so eine Serverstruktur sozusagen aufzubauen, dass sie halt intern bei sich in der Firma einen Server haben, wo die Sachen drauf liegen. Das ist auch nicht mehr so
ja, sinnvoll beziehungsweise auch nicht so nützlich, weil da gibt es dann halt meistens Probleme, weil wenn die Monteure oder die Handwerker sozusagen draußen sind und ja, mit dem iPad zum Beispiel zugreifen wollen, dann müssen die sich erst irgendwie auf diesen Server einloggen, ja, und so weiter. Das gibt auch alles Probleme. Das heißt, das Sinnvollste ist eigentlich heutzutage, ja, man nennt das Cloud-Lösung. Ja, das sind meistens Programme, ja, die kann ich auf dem PC einfach im Internetbrowser öffnen, ja, in Chrome, im Internet Explorer, in Firefox und so weiter. Die kann ich da einfach aufmachen, das kann ich am PC machen, das kann ich am Mac machen, das kann ich am iPad machen, ja, das kann ich am Android-Handy machen, das kann ich am iPhone machen. Und das ist halt das eigentlich, was wir haben wollen, weil dann habe ich da nicht noch irgendwelche, ja, brauche ich da nicht irgendwelche EDV-Leute noch, die mir da meinen Server einrichten und so weiter, sondern das soll halt einfach funktionieren. Und ja, so macht man das eigentlich heutzutage. Ja, und wir können auch noch mal kurz ein paar Beispiele geben, was man so als erstes digitalisieren sollte. Ne? Das ist ja klar, Angebotserstellung, das ist sonst ein Riesen-Hickhack, wenn man das wirklich noch physisch macht. Ja. Dann das Thema Rechnung ist natürlich auch ein Riesending. Mhm. Eigentlich alles, was im Backoffice so stattfindet. Ne? Auch wenn man jetzt Bewerbungen oder sowas bekommt, dass man da die Abarbeitung möglichst digital hat. Natürlich, ja, die Montage. Und digital heißt auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass man Microsoft Word auf hat, ja, und dort in der Kundennummer-Spalte, ja, plus 1 rechnet, ja, und aus Kunde 260 Kunde 261, ja, macht und dann die Adresse darunter tippt. Weil das ist erstens fehleranfällig. Das ist mühselig für die Leute im Büro. Ja. Dafür gibt es Computerprogramme, die das ganz einfach machen. Die sehen, wann welche Kundennummer hatte der letzte Kunde. Ich weiß, das nutzen die meisten eh schon, aber wir haben da auch wilde Sachen gesehen. Ja, man muss sagen, das ist ja so ein Grundmindset, was dahinter steht. Das kostet Geld, so ein Programm. Ja. Und viele wollen ja wirklich möglichst viel Geld sparen. Viele haben dann ein sehr, sehr starkes Mangelmindset, dass sie sagen, ja, möglichst die Kosten gering halten. Aber du zahlst gerade, wenn du sowas machen solltest, und das betrifft nicht nur die Rechnungssoftware, weil, wie du sagst, das haben die meisten schon bei ihrem Hersteller dann mit drin, ja, weil die auch sagen, hey, du sollst bei mir einkaufen, nicht woanders. Ja. Und dann ist es meist schon drin. Aber das betrifft auch alle anderen Themen, wo du jetzt gerade noch sagst, okay, eine Digitalisierung würde mir vielleicht ein bisschen mehr Produktivität bringen, aber kostet ja auch Geld. Ja, das kostet Geld. Aber es kostet dich viel mehr Geld, mittelfristig es nicht zu haben, weil die Leute können produktiver arbeiten plötzlich. Die Leute können auch mehr Umsatz entsprechend erwirtschaften. Und wir haben halt ganz selten erlebt, dass eine Softwarelösung nicht mehr Produktivität gebracht hat, selbst wenn sie nicht perfekt umgesetzt ist. Ne? Kann man da einiges rausholen. Ja. Genau, das sind so die ersten Themen. Und dann geht es natürlich weiter, und das ist auch ein Riesenthema, das haben wir eben auch schon angesprochen, ist so das Thema digitale Baustellenmappe. Ja. Ne? Da haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das einfach einzuführen im Betrieb macht einfach total viel Sinn, weil du halt an gewissen Stellen benachrichtigt werden kannst. Ja, du kannst genau, hast einen genauen Überblick, wie viele Aufträge sind sozusagen gerade in deinem Bereich. Dazu haben wir auch nochmal separate Videos gemacht, die findest du hier auch auf dem Kanal. Wenn du mal eingibst, digitale Baustellenmappe, findest du auch nochmal ein eigenes Video dazu, wo ich nochmal ganz genau erkläre im Detail, wie das funktioniert. Aber ja, im Großen und Ganzen geht es darum, eben den Hängeordner aus dem Büro abzulösen und ihn zu ersetzen durch einen digitalen Ordner sozusagen, der halt online abrufbar ist. Ne? Ja, und es ist halt auch einfach dann viel weniger fehleranfällig. Ne? Genau. Und, by the way, viele sagen immer, ja, die jungen Leute sollen ins Handwerk kommen, die jungen Leute haben nicht so Lust drauf, ja, genau wegen sowas. Die jungen Leute wissen halt, was möglich ist, die sind mit dem Handy aufgewachsen, die wissen, was geht. Und die denken sich auch, jo, ich könnte das mit dem Handy alles machen, warum renne ich hier mit dem Hängeordner rum? Ja. Schafft Frust bei den Leuten, ne? Haben da nicht so viel Bock drauf und gehen dann vielleicht zu einem anderen Betrieb. Also im Endeffekt kommt man nicht drum rum. Man kann sagen, ja, klappt ja auch so bisher, die letzten Jahre auch so geklappt, mag sein, nur es wird immer schlechter klappen und man wird immer mehr in die Ecke gedrängt, weil der Marktvorteil einfach von den Leuten, die es digital machen, einfach mit der Zeit immer größer wird. Weniger Fehler, mehr Produktivität, bessere Abrufbarkeit, mehr Sicherheit tatsächlich sogar. Ich meine, wenn dann nochmal das Büro abbrennt, was ja schon passiert ist, auch unser Partner, bei einigen Partnern von uns schon mal passiert ist, dann sind halt die Ordner weg und dann, ja, hast du ein Riesenproblem. Und da ist halt, selbst wenn da mal ein Server oder sowas abbrennt, ist alles kein Thema, weil es in der Cloud halt ist. Und da müsste schon die halbe Welt abbrennen, damit das dann nicht mehr da drin ist. Und dann haben wir andere Themen. Ja, also von daher, es gibt eigentlich nur Vorteile davon. Man muss sich damit beschäftigen, ist der einzige Nachteil. Ne? Und da haben die meisten keine Lust drauf, aber wie Marvin schon sagt, es ist halt einfach so, wir erklären es auch auf unserem Kanal, einige Themen dazu, natürlich nicht alles, aber einige Themen. Und wenn du da Interesse hast, auch mal wissen möchtest, was eigentlich so möglich ist, kannst du dich gerne mal bei uns melden. Ne? am-berater.de, kannst einfach mal eine kostenfreie Strategieberatung buchen und da erklären wir dir auch, was du machen kannst bei deinem Betrieb, was da möglich ist. Und ja, ich würde sagen, das reicht dann noch erstmal. Jo. Dann lass einen Daumen nach oben da, stell gerne eine Frage drunter, wo du sagst, würdest du gerne digitalisieren, wie macht man das? Können wir vielleicht mal ein Video zu separat aufnehmen und abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.